Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück bei H1Z1. Und wir sind hier in einer Vorwohnhaussiedlung. Keine Ahnung, wie die heißt. Weil es gab Server-Vibe. Es gab Server-Vibe. Der ist jetzt auch schon wieder eine Woche her. Weil wir nicht zum Spielen gekommen sind. Also nichts mit, wir sind die Ersten, die hier was bauen. Also wir werden sicherlich gleich noch größere Dinger erleben. Aber wir brauchen Munition, weil wir haben schon Waffen gefunden. Markus ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo. Ja. Wow, da ist er. Ja, sehr gut. Ja, wollen wir uns mal draußen umgucken? Oh, schon. Warst du noch mal online? Nee, ne? Nee. Du siehst so anders aus. Mit der Sonnenbrille. Ach, die Sonnenbrille ist es, die Sonnenbrille. Ja, und das Bandana. Hat sich das auch schon an? Ja, weiß ich nicht. So, ich muss mal hier nochmal kurz auf meinen Tacho gucken. Mir mal einen Timer stellen, weil sonst... Geh du schon mal vor, Markus. Schrei, wenn jemand schießt, dann bleibe ich hier. Ich schrei ihn dann an. Tot. Schrei ihn dann schrecklich. So, welcher... Wollen wir hier einfach mal hier so raus? Achso, warte mal, ich gebe dir nochmal so einen Group-Invite. Und was? Gruppeneinladung. Ach so, ist das immer weg, wenn man neu reinkommt? Ja. Ah, ist ja super. Schon mal hier, ich meine Hand schon auf Y. Yes. So. Ja. Warst du das? Ja. Pass mal bitte auf damit. So, ich gehe mal hier weiter. Andere Straßenseite oder so. Geh mal hier links rüber zu dem ersten Haus hier auf der Straßenseite. Du, ich folge dir an sicherem Abstand. Kannst du ja entweder durchsuchen wir sie beide oder. Die Tür hier ist noch zu, muss nichts heißen, wahrscheinlich ist einer drin. So. Ja, wir sind auf der Suche nach Munition. Sehe ich das richtig? Ne, wir haben das ja ist Waffen. Richtig. Ja. Empty Bottle, genau das wollte ich haben. Bist du mit mir ins Haus gegangen? Ja, ja. Gehört. Oh, eine Wendeltreppe, die ist neu. Wieder 45er. Rounds. 9mm Rounds, ja. Wir haben so viel Munition für 45er, 9mm können wir uns mit tot schmeißen. Was 380 uns, oder? Was uns, ja. Ja. 380er auch, aber hier die 308er und die. Keine Ahnung, für die AR-15. Weiß ich nicht, was wir da brauchen. Da fehlt! Ist weg. Haben sie geklaut. Arschlöcher. Cracksack. Ja, Cracksäcke. So, hier mal im Trockner gucken, weil da tun ja die meisten Leute ihre Waffen. Waffen rein. Oh, hier ist ein Windbläser. Ne, was ist das? Offroad Turbo. Na ja, geil. Bist du nach oben gegangen? Wendeltreppe. Dann geh ich schon mal ins nächste Haus. Eine fette Axt. Ja, ich habe keine Mili-Waffe. Ich will auch erstmal keine. Combat Knife. Hast du gerestet eigentlich letztes Mal? Ja. Okay. Wenn du mal Antibiotika brauchst, ne, hier, I'm your man. Du bist der Apotheker. Ja. Hä, wo sind die jetzt hin? Aus der Wood Axe eine Hatchet geworden, oder wie? Liegt sie noch? Oh, es ist doch, Mensch. Ja, also wie gesagt, wir suchen Munition und dann wagen wir uns mal auch Richtung... Stadt, weil wir sind ganz in der Nähe von Cranberry? Ja, genau. Wir würden natürlich gerne mal Rambo Zambo machen. Jetzt finde ich Hosen, ne? Rambo Zombie, genau. Letztes Mal waren wir hier, also wir haben natürlich vorher schon ein bisschen gespielt gehabt. Backpack Blue. Backpack Rucksack gesammelt. Weapon Repair Kit. Erster Rucksack jetzt, ne? Nee, ich hatte schon. Ich habe letztes Mal habe ich schon so viele Rucksäcke gefunden, die ich gar nicht
Schade, also eigentlich in einer richtigen Zombie-Apokalypse, jetzt mal ohne Witz, ne? Da würde ich mir noch einen zweiten Rucksack vorne am Bauch schnallen. Gürteltasche, quasi. Bist du noch immer in demselben Haus? Komm jetzt aus dem ersten Haus raus. Ja, ich bin jetzt schon im dritten. Also hier, das eine, da kommt man nicht rein, weil da dieser Spielplatz ist mit dem Zaun. Boah, ich dachte, da steht einer, das war aber nur der Wasserhahn. Boah, was ist denn hier los? Da liegt was. Dritten, meinst du? Da drin, was ist das? Ah, die Hunting Rifle. Die Hunting Rifle liegt da und ich komme nicht rein. Guck mal, kommst du da durch? Ich komme da nicht durch, weil die Hunting Rifle liegt. Ah, doch. Hab mich dran vorbeigequetscht. Ich komme nicht durch. Bin zu fett. Da, durch die Tür. Oh, ist das dein Ernst? Hat die noch eine Hintertür? Na egal, dann gehe ich zum nächsten Haus. Mach was. Ja, nicht euer Ernst, die Sonne geht gleich auf, dann wird das wieder so ultra violet hell hier drin, draußen. Was weiß ich. So, das Haus ist offen gewesen. Oh, Antibiotika? Ja. Ja, die musst du mir geben. Ach ja, du bist ja... Der Apotheker. Nicht schießen! Medic! I need a medic. Ey, hier in dem Haus, wo ich bin, brennt ein Müll, brennt ein Furnace. Oben. Oha. Komm mal her. Ich hab Angst. Hä? Hier sind voll die Rehe und so. Das war die Straße weiter runter, ne? Ja, ja hier. Ah! Oh. Ey, ich weiß noch, durchgelaufen. Einer der ersten Folgen, da bin ich hier oben im Wald und hab mir das mit dem Fernglas angeguckt und auf einmal höre ich nur so. Bin ich vor den Bären abgehauen, da habe ich meinen Hausschuh verloren, also hier, in real life habe ich meinen Hausschuh verloren und habe mich in ein Haus geflüchtet, die Tür zugemacht und dann kam er durch die Hintertür, der Arsch. Das war schlau. Was ist Pipe. Das? Was ist das? Das ist eine Was Fackel. Da hat einer eine Fackel hingeschmissen auf dem Boden, oben. Wahnsinnig. Abbrennen. Das kann ja noch gar nicht so lange her sein, oder? Weiß nicht, wie lange brennt denn so ein Ding? 3 Tage? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Er hat sich auch gerade ausgelockt. Kann auch sein, ne? Ja. Ja, okay. Ich bin wieder zu übervorsichtig. Und gleich bin ich tot. Das letzte Mal waren hier ja noch 2 Leute, die hier die ja. Gegend letzte Mal, als wir gespielt haben, da waren hier Leute mit einem Auto. Allerdings sind hier in den Häusern überall auch... Nee, der ist hier irgendwo, Markus. Hier sind alle Türen offen. Der rennt hier bestimmt irgendwo rum. Stehst du auf der Veranda? Ja, ja. Du bist ja der Helm. Da verwette ich meinen schwarzen Arsch drauf. Nee, die Fackel kann man nicht aufheben. Hier ist alles offen, Markus. Mutter ist offen. Der war hier. Okay. Ruhe. Oder er ist noch hier. Nein, warte. Da hinten sind auch alle Türen offen. Der ist hier noch irgendwo. Toll. Was denn? Hat er bestimmt die ganze Munition hier? Ja, aber keine Waffe wahrscheinlich. Wir können auch. Kriegt er nicht. Können auch versuchen, in die Stadt zu gehen. Die ist ja ein Stückchen weiter hier so runter. Wollen wir mal in das große Haus da gehen? In das da? Wo ich drauf gucke? Da ist er! Ich sehe ihn. Ja. Er ist gerade in das Haus gegangen. Ach, da. Wollen wir mal Arschlöcher sein? Platt machen einfach? Na, weiß ich nicht. Das ist meines ein Survival-Spiel und ich habe schon richtig Angst, so Angst, dass ich mich hinter dir verstecke. Die Axt im Walde. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja gut, aber jetzt hier noch länger wie ein Ziel stehen bleiben. Gehen wir mal ins Haus nebenan. Genau. Belagern ihn.
Voll dämlich, ey. Vielleicht gehört er aber auch zu einer Gang, ne? Dann kriegen wir voll auf die Fresse. Kriegt ja, doch sowieso mal auf die Fresse. Du, ja. Ja. Hier die Tür zugemacht. Ja, von hier haben wir aber auch über beschissenen Blick, ne? Wir sehen gar nicht, ob der abhaut auf der anderen Seite. Ja. Was, hat er dich gesehen, weißt du? Ja, ich glaube wohl. Jetzt ist er auf jeden Fall ein Reh im Haus, nicht erschrecken. Jetzt kommt's raus. Ach. Nicht zu nah ans Fenster! Mr. President, gehen Sie weg vom Fenster! Ja, ah, das ja, andere ja. Zweistöckige hier nebenan. Schoko Kambo, Schoko Kambo, Der versteckt sich wahrscheinlich in dem. Der versteckt sich da mit der Axt um die Ecke. Ja, da richtig Schiss hat. Zack. Achselkopf. Achselkopf. Er hat doch alles mitgenommen, auch die Unterwäsche. Wo bist du denn? Garage. Geh hier Treppen hoch. Blue Backpack. Der hat aber, glaube ich, keinen Rucksack aufgehabt, oder? Oh. Du Agro. Ja, ich wollte ihm nur zeigen, dass wir... Dass es hier jetzt anders läuft. Hier weht jetzt. Das ist unsere Vorstadt. Wir können Typen wie dich nicht besonders gut leiden. Beruhige dich, Skitter. Tut doch keinem was. Kein was. Der sexuelle Nötigungspanda. Ja, von hier sieht man ja noch besser, Markus. Ich sehe gut von hier. Ja, ich sehe überhaupt nicht. Ich sehe dich. Ja, komm. Lass die Fäuste fliegen. Musst du auch auf die Entfernung. Mach mal ping, ping. Ja. Nicht, das hat er gehört. Du weißt, dass wir keine Munition haben. Ich kann aber hingehen und fragen. In die Scheibe reinschießen? Womit? Hast du geschossen? Bei dem Bogen. Ich schieße die Scheibe kaputt, dann schreckt er sich. Gleich kommt er mit dem Scharfschützengewehr. Schießt zurück. Auf mich! Natürlich auf dich. Weiter? Ja, wohin? Der hat die Türen zugemacht. Der ist da drin, Alter. Der hat die Türen zugemacht. Die war doch auf. Eben gerade noch, oder? Markus, Alter, der ist da drin. Die Türen waren auf. Lass das soll da drin sein. Das soll das Rede. Ja, aber wollen wir nicht töten? Der hat bestimmt voll die geile Waffe, nur keine Muni. Aber wir auch nicht. Ja. Der tötet bestimmt uns. Töten einfach so. Ja, genau. Weil hier alle Menschen immer so lieb sind. Ich weiß ja nicht, wie oft du schon jemanden getötet hast bei dem Spiel und wie oft du getötet wurdest, aber bei mir ist das relativ unverhältnismäßig. Wenn das bei Battlefield so wäre, wie hier. Vandalismus. Der ist weg. Wollen wir mal in die Stadt gehen? Ja. Hä, wo bist du hin? Ich bin ins Haus rein. Wo bist du denn? Ich bin jetzt auch ins Haus rein. Ja, wann welches? Komm mal raus wieder. Wo der Typi dann war. Ja, nee, da bin ich nicht rein. Und eins weiter. Ah, den Müll nicht durchsucht, der Idiot. Was richtig. Weiße Socken sind da drin, wenn du welche haben willst. Weiße Socken? Ja. Ernsthaft? Ja, keine Ahnung warum. Guck mal, ich kann es streicheln. Guck mal, ich kann es streicheln. Oh, zu fest gestreichelt. Oh, das tut mir leid. Gib mir meinen Pfeil wieder, du Drecksarsch. So. Wollen wir zur Stadt oder was? Oh. Jo.
Müssten wir hinkommen, wenn wir hier so jetzt durch die Gebüsche gehen, oder? Warte mal. Ich schau mal Karte. Ich habe ja einen Kompass dabei. Hm. Wir müssen Richtung Westen. Also hier nach rechts. Hier? Ja. Ob wir das überleben? Oh, da hinten ist ein Haus. Ein Haus. Ey, das ist diese... Ist das nicht das vom letzten Mal? Ja, das ist vom letzten Mal. Den Scheck gebaut haben, oder wie das hieß? Ja, genau. Ach, ich kann ja nicht mehr da sein, gab ja Server Vibe. Schade. Das hätten wir endlich jetzt schon wieder zurückgefunden. Hat ja gar nicht so lange gedauert. Oder ist es das? Das ist das. Ey. Nee, das ist das nicht. Hatte einen Balkon. Guck mal, da rechts hat sich auch schon wieder so aufgebaut. Das ist zum Kotzen, ne? Das ist hier echt zum Kotzen. Was ist? Kotzreier. Hallo? Ja, hallo, wer bist du denn? Das mit dem Kühlschrank wird ihn umgedreht. Soll das? Dann kann ich nochmal was eaten. Ganz gierig. Ja, echt, ey. Mein Kühlschrank, mein Kühlschrank. Alle behindert. Ich glaube, in der Zombie-Apokalypse kriegen alle von einem weg, ey. Oder? Oh, hier fliegt Munition. 380er. 380? Ja. Ja, was soll ich denn damit? Ach, der fliegt auch, der Kühlschrank. Ja, geil. 9 mm. Machete? 380er habe ich auch gefunden. Naja, Packung. Bandana! Meinst du, es wäre zu Hause in der Butze? Da sollten wir vielleicht umgehen, oder? Ja, weißt du, was letztes Mal passiert ist. Kamst du nicht angeschissen im Auto. Ja, warte. Oh, Musik. Ja, die Folge ist nämlich schon um. Und in der nächsten Folge gehen wir in die Stadt und finden die richtige Muni, oder? Ja, machen wir, oder, Markus? Ja, machen wir. Alles klar. Du einen Plan an. Ja. Daumen da, Main. Tschüss. Und tschüss.